Play the tune, man. Jede revolutionäre Veränderung geht von den Unterdrückten aus, nicht von den Unterdrückern. Du musst aufstehen und Nein sagen. Reggae soll nicht unterhalten. Reggae hat eine Mission. Der einzige Zweck ist, den Geist der Menschen zu befreien. Reggae ist die Botschaft der Rastafaris. Reggae und Rastafari sind untrennbar. Rastafari ist der Kern. Reggae ist der Herzschlag der Menschen. Keine Klasse, keine Rasse, keine Farbe. Yeah? It's a people music. The message. Die Botschaft, die man durch die Worte hört und durch den Beat spürt. Von Kingston, Jamaika aus, hat Reggae in den 70er Jahren die Welt erobert. Keine Musik ist heute mehr vorstellbar ohne das, was hier erfunden wurde. Aber Reggae ist viel mehr als nur Musik. Es geht um Widerstand, um Bewusstsein und Ermächtigung. Es geht um die großen Ideen der schwarzen Befreiungsbewegung, aus der sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Jamaika eine ganz besondere Lebensweise entwickelt, Rastafari. Deren Symbole sind noch heute im Reggae allgegenwärtig, oft als Kitsch, als Reggae-Folklore vermarktet. Aber ihre Bedeutung ist viel tiefer. Ohne das Denken, ohne die Überzeugungen von Rastafari würde es Reggae, so wie wir ihn kennen, nicht geben. Without love, you are nothing at all. Without love, you are nothing at all. Ich bin Addis Swebe, auch bekannt als Addis Pablo. Ich bin der Sohn von Augustus Pablo, Reggae-Legende aus Kingston. Ich wurde in eine Rastafari-Familie hineingeboren. Mein Vater war in den 70ern ein bekennender Rastafari, als Rastas in der Gesellschaft noch nicht akzeptiert waren. Das ist mein Leben. Ich kenne nur das, die Lebensweise, die Liberty der Rastafaris. Dreadlocks, das stand gar nicht zur Debatte. Meine Eltern wollten es so. Aber irgendwann habe ich mir meine Haare abgeschnitten. Erst mit 18 habe ich sie wieder wachsen lassen. Dreadlocks sind eine Verlängerung deines Wesens. Sie sind Schwingung, Farbe, Energie. Dreadlocks sind eine Form von Identität. Ganja oder Herb, wie ich es nenne, wird die Heilung des Volkes genannt. Es erfüllt so viele Zwecke. Ganja hilft, über Musik, über Gott, über die Familie, über Freunde, über alles zu meditieren. Es ist Nahrung. Nahrung für den Geist. So schnell hat man die Klischees beisammen. Reggae, Rastafari, Dreadlocks und Marihuana oder Ganja oder Herb. Es gibt unzählige Namen dafür in Jamaika. Aber wo kommt das her? Wie sind diese Codes entstanden? Wie und wann kamen Reggae und Rastafari eigentlich zusammen?
Und warum passierte das genau hier, auf dieser kleinen Karibikinsel? Und wie viel ist davon heute noch übrig? Es ist immer schwer, den Ursprung einer Idee festzumachen. Viele Erzählungen über Rastafari aber beginnen mit diesem Mann, Marcus Garvey. Garvey predigte als schwarzer Jamaikaner die Vision einer panafrikanischen Identität. Und er prophezeite, dass ein schwarzer König aus Afrika kommen wird. Garvey war ein schwarzer Befreiungskämpfer des 20. Jahrhunderts. Heute ist er einer der Nationalhelden Jamaikas. Er organisierte Widerstand gegen den Status quo, gegen Unterdrückung und Kolonialisierung. Vor Marcus Garvey gab es keine freidenkenden Menschen. Alle Gedanken waren vorgegeben. Man tat, was der Kolonialherr sagte. Du hast es hingenommen. Marcus Garvey lehrte uns, Nein zu sagen. Ein Kaiser, prophezeite Garvey, werde bald in Afrika gekrönt. Er sei der ersehnte Erlöser, der neue, der schwarze Messias. Er sagte uns, schaut nach Afrika. Und wenn der schwarze König in Afrika gekrönt wird, wissen wir, dass unsere Erlösung nahe ist. Garvey hat uns den Weg nach Afrika gewiesen. Am 2. November 1930 erfüllt sich Garveys Prophezeiung. Der 38-jährige Rastafari Makonnen wird Haile Selassie, Kaiser von Äthiopien. Bald danach verkünden Garveys Anhänger auf den Straßen Jamaikas dessen Göttlichkeit. Der König ist göttlich. Er ist unser Herrscher, unser Lehrer, unser spiritueller Führer. Sein Titel ist riesig. Haile Selassie. König der Könige, Herr der Herren, siegreicher Löwe vom Stamme Juda. Die neue Bewegung benennt sich nach seinem ursprünglichen Namen, Rastafari. 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 Das war ein wesentlicher Teil von Garveys Philosophie, dass Schwarze keinen weißen Gott anbieten sollten. Die Göttlichkeit Selassies erlaubte ihnen nun, einen schwarzen Gott zu preisen. Rastafari und Garvey brachten den Schwarzen das Gefühl ihrer eigenen Göttlichkeit. In black people this sense of their own divinity, of their own self-worth. Und genau deshalb haben sich so viele Menschen in Jamaika und überall auf der Welt den Rastafaris angeschlossen. Rastafari ist ein Symbol des Widerstandes. Es ist ein Aufruf zur Selbstermächtigung. Ein frisch gekrönter Kaiser in Afrika, der zum schwarzen Messias erkoren wurde. Göttlich, Jesusgleich. Und das 1930. Nahezu ganz Afrika, von Äthiopien einmal abgesehen, war Kolonie. Jamaika seit Jahrhunderten. Regiert, beherrscht, unterdrückt und kleingehalten von einer weißen Minderheit. Haile Selassie war ein schwarzer König, zu einer Zeit, als Schwarze noch als Sklaven lebten. Als Schwarze keine Freiheit und kein Selbstbewusstsein hatten. Schwarze waren kolonisiert. Schwarze waren Arbeiter. That's it. Nothing else. You're not supposed to have any ambitions. Sie sollten nicht denken, nichts hervorbringen, nur arbeiten. You're manual labor, that's it. And people und die Menschen wehrten sich. Every step of the way. Rastafari, we cast a triple when the mirror is so.
Die Sklaverei war eine Zeit der Entmenschlichung. Versteht ihr, was das bedeutet? Wir wurden zum Nichts reduziert. Das Menschliche wurde einfach ausradiert. Das ist das, was Sklaverei und Kolonialisierung bewirken. Dieses Gefühl, es satt zu haben, begleitet uns schon lange. Die Afrikaner werden ins Land geholt und versklavt. Man zwingt sie, für nichts zu arbeiten. Man versucht, sie zu entmenschlichen. Aber sie wehren sich. Rastafari war ein Teil dieser Philosophie des Widerstands. So wie Bob Marley sang, fühle den Drumbeat, wie er in dir schlägt. Einen Rhythmus spielend, dem System widerstehend. Dieses Aufbegehren gegen Unterdrückung gab es immer. Rastafari war von Anfang an eine Idee des Widerstands. Eine Befreiungsbewegung aus den schwarzen Ghettos, geboren aus den Erfahrungen von Sklaverei und Kolonialisierung. Und Rastafari war Teil der Suche nach einer eigenen, einer afrikanischen Identität. Black Consciousness, schwarzes Bewusstsein. Und Rastas erkennen ihn, Haile Selassie, als ihren Gott. Ich bin iNation. Von iNation Books and Necessities. Revolutionär. Ich versuche, den Geist der Menschen zu erleuchten. iNation macht diese Hefte zugänglich. Lange Zeit wurde diese schwarze Literatur von den Schwarzen ferngehalten. Und auch wenn diese Bücher heute nicht mehr verboten sind, findet man sie nicht. Die Wahrheit wird nicht erzählt. Wenn die Jugendlichen das lesen, bekommen sie ein größeres Verständnis von sich selbst. Also warum werden diese Bücher von ihnen ferngehalten? Die Herrscher sind immer noch unsere Gegner. Denn diese Bücher zeigen den Jugendlichen, dass sie ihre eigenen Herren werden können. Es geht um Selbstermächtigung und Aufklärung. Identität war der Schlüssel für mich. Wenn die Identität intakt ist, kommst du als Mensch voran. Du kannst dich nicht weiterentwickeln, wenn du dich nicht selbst kennst. Rastafari zeigt dir all das. Aber Rastafari ist viel mehr als nur afrikanische Identität. Es umfasst dein ganzes Sein, dein ganzes Leben, Ernährung, Gesundheit, Atmen, alles. Das ist Rastafari. It's not one segment of your life, it's your entire being.
Um Rastafari zu leben, muss man in Harmonie mit allem sein. Mit den Menschen, den Orten, den Tieren, der Umwelt. Man versucht, sich gesund zu ernähren. Man behandelt sich und andere gut. Es ist eine Lebensweise. Leben in Liebe, in Einheit. Es geht darum, die negative Energie loszuwerden. Eins zu sein mit dem Geist und der Wahrheit. Darum leben und besingen wir Rastafari. Was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, wie sehr sich das Establishment von diesen Ideen der Befreiung und Selbstermächtigung bedroht fühlte. Für die herrschende Gesellschaft, aber auch genauso für die Mittelschicht Jamaikas, waren die Rastas ein Haufen verwahrloster, verrückter, marihuana-süchtiger, gefährlicher Krimineller. Rastas lebten ein Leben am Rand der Gesellschaft. Sie wurden gejagt und verfolgt. Früher haben sie Milchdosen aufgeschnitten und das scharfe Ende zum Abschneiden der Dreadlocks benutzt. Und es war ihnen egal, ob sie deine Haare oder dein Fleisch erwischten. Als ich jung war, musste man als Rasta vor der Polizei wegrennen. Ich wurde verprügelt. Im Gefängnis wurdest du mit dem Messer kahlgeschoren. Auch das Fleisch wurde dabei rausgeschnitten. Ich bin 33 geboren. Ich weiß alles, was Rastas jemals passiert ist. Darum nannte man die Polizei auch Babylon. Und es war nicht nur die Polizei. Babylon war die gesamte Gesellschaftsordnung, die die entmenschlichte, die ihren Platz in der Gesellschaft einforderten. Babylon ist das politische System der Unterdrückung, dessen Ziel es ist, die Schwarzen zu zerstören. Kennst du die Geschichte von Pinnacle? Sie gründeten damals eine unabhängige Gemeinde. Pinnacle, 1940 gegründet. Eine völlig autarke Rasta-Gemeinde in den Bergen Jamaikas. Ein Mikrokosmos des gelobten Lands, frei und unabhängig. Mehr als 2000 Menschen lebten bis in die 50er Jahre hier. Die Gemeinde funktionierte und war sehr wohlhabend. Doch dennoch marschierten die Machthaber in Pinnacle ein und zerstörten alles. Denn das System duldet die Idee schwarzer Unabhängigkeit einfach nicht. Babylon burning.